Schaust du nicht, dass ich dann spiele? Ich glaube, das fängt um 21 Uhr an, oder? Nee, ich habe andere Sachen zu tun heute. Schaut ihr denn? Hallo, Doppelpunkt. Jetzt schon gefühlt. Achso, das habe ich schon gesehen. Ganz tolle Tipps. Yay, danke. Oh, ist das Purple Garden? A Purple Garden? Oh, you mean the chocolate chip cookies? They're not mine. Jasma. Chekasoni. Hastit. In. Sabon. Ajib. Sahbat. Sohbat. Mikonit. What? I didn't get that. Yes, she couldn't get a job. What? In Croatia with the right contract? Ah, oh, with the right contract. So she moved, learned the language. Mashallah, she's very dedicated. Do you know the city? No, you don't have to say actually. Who cares about the city? Because I'm probably not going to see her anyway. But maybe it's private. But I'm happy she's happy. That's so cool. That's nice. What kind of doctor, though? Like, what is she doing? Thirsty. Und dann ist auch so, I'm kind of craving a date. Ich wollte naschen, jetzt fühle ich mich schlecht. Ja, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, obwohl eine Dattel ja super gesund ist, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich jetzt hier so diese Riesendattel. Doch. Mmh. Sehr lecker. Ah! Internal medicine? I hate that. I hate internal medicine. It's so annoying. I was working in internal medicine for a long time, not that long, and it was so boring for me. But I'm glad she likes it because we need these doctors, obviously. But yeah, personally, I didn't like it. So boring. Unwilling chaos. You mean chaos? Aber was hat Sami zum Inneren zu tun? Sorry, kenne mich null aus. Ich habe nicht mit Sami zu angefangen. Ja, denkt sich jetzt so, hä, warum? Nee, ich habe zuerst mal nichts gemacht, aber. Alhamdulillah. I did not. I wasn't happy. Alhamdulillah. Ja, Pak Choi und nichts und Essig nur. Pak Choi und ein bisschen Essig und das war's. If it's not private, was it hard for you mentally to move on from medicine to music? Girl, not at all. I was so happy. What do you mean? No, alhamdulillah, I'm so happy I changed. It was hard actually staying in something like I wasn't happy back then. But now that I'm studying so much medicine in dentistry, like there's so much you study that is not dental related, actually. It's basically body related, which is medicine. I'm like, brah, this is actually interesting again. So I'm like, maybe I should do the other thing after. Again, like maybe I should continue medicine when I'm done. But then people sometimes are joking on in my life and they're like, oh, you're studying forever, which is not even true at all. Like, what do you expect me to get the degree in 2 years? It's not possible. The course is a long course. Takes years. Anyway, Allah help me and all of us. So now I'm thinking maybe I should
I should continue. Oh, ich bin, hab so viel Durst. Irgendwie, obwohl ich gar nicht, warum? Habe ich Salz gegessen oder warum habe ich so viel Durst heute? Hallo, Pesa. Willkommen, Dentist. Quick. Pray for me. Then I'm gonna come to you, get teeth work done. You can already get it done now. Alhamdulillah. Medicine. I'm glad you're doing something that you're enjoying now. Ich muss lachen wegen der Flanke. Yes, it takes me time and you're very dedicated. And I'm very detailed. Mm. I'm trying. Alhamdulillah. I'm just someone who lives a very soft life. I realized the other day. Everything, when I'm by myself, everything is so quiet and calm and slow. I always say that to everyone. Like, I am a slow person somehow, like in my daily life. Not when I run, alhamdulillah, but I really take time unpacking, eating, whatever, studying and reading, alhamdulillah. Like, did you have thoughts like I'm not good enough? Good enough for what, though? I don't get it. Good question, though. What do you do know for... What do you do know? You mean what I do for a living? No private questions, guys. Schoki. Gott sei Dank keine Schoki da. Habe ich ja doch. Ich habe ja doch sogar schon gegangen. Sorry. Habt es davor, glaube ich, nicht gesehen. Also ich habe jetzt gerade gesehen die letzte Nachricht. Warte ganz, ich muss kurz lesen. Ja, klar. Oh Gott, sorry, dass ich dir das nicht vorher gesagt habe. Oh je, du Arme. Ruf sonst immer an, obwohl mein Handy war auch auf lautlos. Deswegen habe ich es auch nicht gesehen. Komm. Wie viel Uhr ist das ungefähr? Dann sehe ich zu, dass ich dann da bin. Okay? Also, don't worry about that. Ja, voll gut, dass ich sie dann schicken kann. Ich? Wieso? Was? Da fliegt ein Insekt. Oh, ich sehe keinen Insekt. Ich höre auch keinen. Ey, ich war heute, als ich heute meine Haare gewaschen habe, krabbelt einfach da so ein Marienkäfer. Und ich beobachte den, während ich so meine Haare, und ich sehe den so. Und ich liebe ja Marienkäfer gar nicht schlimm. Ich liebe fast alle Insekten. Außer Mücken mache ich nicht so. Aber naja. Und ich habe letztens so eine schöne Kakerlake gesehen, habe ich in meinen Snapchat-Memories gesehen. Vielleicht kann ich euch die sogar noch zeigen. Ich glaube, ich habe es heute oder gestern gesehen. Die war wirklich die schönste Kakerlake ever. Die war auch bei mir wieder da im Badezimmer. Wieso sind die im Badezimmer, diese Dinger? Aber das war in einem anderen Land. Und dieser Marienkäfer ist einfach... der ist einfach so runter... Der ist irgendwie runtergefallen. Und dann lag der da im Wasser. Und dann muss ich natürlich den... retten, dann habe ich den da ans, ich habe da ein Fenster direkt und habe ich den ans Fenster getan irgendwie und der hat versucht, ich das Fenster hochzukommen. Ich so, Bro, du bist nass, du schaffst das jetzt nicht, du bist zu schwer für deinen Körper, glaube ich. Und dann habe ich so weiter meine Haare schamponiert und habe den so beobachtet und dann geht der hoch und kippt immer wieder so, der kippt immer wieder und ich jedes Mal, ich muss den dann mal umdrehen und dann irgendwann habe ich es gedacht und dann habe ich ihn irgendwie dann auf dem Boden, glaube ich, aber nicht auf dem Boden, sondern da gab es so eine Ablage und dann ist der irgendwann verschwunden bei meinen Haargummis, keine Ahnung. Ach, ich habe ja gar kein Snapchat mehr auf diesem Handy. Mist, das habe ich hier. You send me a movie on a social media app. It's in first. You need to watch it whenever you... Bro, I'm sorry. I have to disappoint you. Someone wasn't happy with me. Someone wasn't happy. So I don't know if you noticed, but yeah. I hope you get it. Hast du mal einen Schock probiert? Dein Englisch auf Timo bestellt.
Also, wenn du mein Englisch schlecht findest, warum bist du dann so ein gemeiner Mensch? Aber, hä? Warum warst du in der Schule auch so ein Mobber? Hast du immer Menschen gemobbt, weil sie hässlich waren? Deiner Meinung nach, weil sie kein gutes Deutsch oder Englisch gesprochen haben? Warst du so ein Mobber? Never. So ein Bully? Wie hässlich. In der Tschüss-Lektion, so nennst du das also. Aha. Ja, ein Bulli. Nein. Bitte jetzt, Leute, keinen Streit. Bitte keinen Stress. Ich weiß nicht, ich habe es nicht mal gecheckt, den Satz. Aber ich habe jetzt Angst, dass hier gleich die Höhe los ist, ey. So ein Interview einfach. Blessed to be the best.